einer Mahlzeit. Ja. Also, ich farm jetzt erstmal eine Weile. In 2 Stunden, so lange, bis ich hier ins. Also, sagen wir mal. Bis meine Tasche hier voll ist. Mit irgendwelchen Item-Scheiß, den ich dann verkaufen kann. Das wären dann, hätte ich dann hier auf dem Tacho, keine 208.000 mehr, sondern knapp 1 Million. In, naja, nicht ganz 2 Stunden, denke ich mal. Und zwar befinden wir uns hier auf Corellia. Es ist eine neue Art und Weise. Bis jetzt, glaube ich, die schnellste, außer man nimmt das Auktionshaus hier in SWTOR, wo man Geld herbekommen kann, also farmen. Ihr bekommt mit derselben Zeit, in der ihr hier Dailies macht, weitaus effektiver Geld oder mehr. Durch die Dailies habe ich das letzte Mal 2 Stunden gebraucht, habe ich alle Dailies durchgehabt, da hatte ich dann irgendwas mit 400, 500.000. Und in derselben Zeit hast du hier auf Corellia mit der H4-Mission knapp 700.000, 800.000, kommt immer darauf an, was fällt. Vielleicht um 1 Million. Das letzte Mal waren auch das erste Mal, wo ich es getestet habe, waren knapp 900.000 und ein paar zerquetschte. Also, ihr müsst, wenn ihr auf Corellia seid, kommt ihr wahrscheinlich in der Donnerwerft an oder nee, Gründungsinsel kommt da an. Und dann müsst ihr hier hoch, Regierungsbezirk. Zum Geschäftssektor, zu der Bahn Namas. Und dann fahrt ihr von hier dann hier rüber und holt euch diese eine Quest vom Geschäftssektor, da wo die Questgeber waren, und holt euch die H4 Gefängniskrawall. Wenn ihr die habt, fahrt da halt hierher, wo es dann blinkt auf der Karte, und geht hier rein. No. Beim ersten Mal würde ich den Gefährten mitnehmen, damit ihr euren Heldenmoment anmachen könnt. Stellt ihn aber erstmal auf passiv, damit der sich nie wehren kann, sonst rennen die Typen da drinnen gleich nicht hinter euch her. Ich nehme den Hexer zum Farm, weil er meiner Meinung nach am meisten AOE hat bis jetzt noch. Geht vielleicht auch mit einem Söldner ganz gut oder alles andere, was ohne AOE machen kann. Aber ich habe halt jetzt den hier, weil er halt auch gut heilen kann, Schaden absorbieren. Ja. Ja. Ich würde sagen, das testen wir mal aus. Also ich habe hier 208.000, ne? So. Gehen wir mal rein hier. Und dann pullen wir uns mal den ganzen Scheiß hier zusammen. Auf einige lege ich dann gleich Pein. Von der Ferne gleich. Der Gefährte verreckt sowieso, also der überlebt nicht. Wissen die vielleicht, überlebt der Trick besser. Aber bei mir verreckt hier Talus Drellig, verreckt immer. Außer wenn ich einen Heldenmoment habe. Den man ja nicht so oft machen kann. Ganz wichtig ist auch, gleich wenn wir dann um die eine Ecke rennen, zuerst die ganzen blöden Nahkämpfer weg. Weil das sind die, die ihn stunnen. Ist dann doch schon ganz schön nervig. So. Das sieht da übelst bunt aus. So, jetzt machen wir einen Heldenmoment an. Weil da kommen gleich die ganzen anderen Kunden. Ey. So. Und jetzt geht's los.
ballern wir hier alles weg. Und hier sind noch ein paar Nahkämpfer. Solange hier mein Gefährte noch da ist, passiert nichts. Da brauche ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht heilen. Aber den nächsten Ranz ist der dann wieder weg. So, wir haben alles erledigt. Wie ihr seht, sieht das echt bunt aus hier. So. Und dann haben wir hier zwei blaue Items, eine einfache Auszeichnung und 42.000 Credits. Wenn man das jetzt hochrechnet, no, habt ihr dann halt pro Run definitiv eure 40.000, mehr oder weniger manchmal. Gibt es ein Grab? Vielleicht in einer Stunde 500.000, 600.000. So, dann geht ihr hier wieder raus. Und müsst draußen die Quest, diese H4, die ihr habt, für diese Instanz hier, oder diese Gruppenphase, müsst ihr einfach zurücksetzen. Und dann könnt ihr das jetzt so lange machen, bis ihr euch die Finger bluten, ihr genug Kohle habt, oder was weiß ich. No. Von daher, viel Spaß beim Fahren.